Hallo und herzlich willkommen. Wir haben euch einen schönen Gospel mitgebracht zum Singen und zum Tanzen. Und als Gäste begrüße ich heute sehr herzlich Marie und Annelie. Wir starten mit einem rhythmisch-musikalischen Warm-up, zu dem Bernd erst einmal in die Schritte einführt. Ja, genau. Und zwar fängt der Schritt rechts an und macht rechts seit links ran und links seit rechts ran. Ist ein ganz einfacher Schritt. Seit der Disco-Ära eigentlich bekannt als Schritt-Tap, könnt ihr direkt versuchen mitzumachen. Also rechts seit, links seit, rechts seit, links seit. Eigentlich auf die Schläge. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr zu Hause auch direkt mitmachen. Ja. 1, 2, 3, 4. Genau. Ja. Und auf die unbetonten Schläge nehmen wir jetzt gleich einen Snipper rein mit einer Hand, rechts oder links. Also ich muss rechts schnippen, weil links kommt kein Ton raus. Tut mir leid. Ist okay. Ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt schon richtig ein bisschen warm geworden. Und so gehen wir jetzt mal in unser Stück rein. Heaven is a wonderful place. Und es geht weiter mit dem Textteil Filled with glory and grace. Und klingen tut das Ganze dann so. 1, 2, 3, 4. Heaven is a wonderful place. Filled with glory and grace. Kommt ihr gleich dazu? Hier zu Hause auch. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. Fantastisch. Wir machen noch einen Durchgang und ihr versucht noch ein bisschen besser zu sprechen, die Konsonanten rauszuschleudern. 1, 2, 3, 4. Okay, wir sind ja jetzt schon gut eingegroovt. Wir haben ja schon diesen Grundschritt hier gemacht. Side tap, side tap. Das wäre für den ersten Teil der Phrase. Der zweite Teil der Phrase ist ein Schritt, der heißt Grapevine. Grapevine nennen Swing-Tänzer, Stepptänzer und so Leute Schritte, die eng kreuzen, weil Grapevine, das sind Wurzelstöcke in den Reben, war Weinreben, sind die Wurzeln so verknotet. Und dann hat man sich gedacht, verknotete Beine und verknotete Wurzeln, deswegen heißt der Schritt Grapevine. Also, versuchen wir mal, rechts seit. Ja, links rück. Jetzt kommt der eigentliche Grapevine, nämlich ein schnelles Vorkreuzen. Genau. Und danach zwei Schritte vor. Rechts, links. Machen wir nochmal. Ja. Also rechts seit der erste. Seit, rück und vor. Genau. Schritt, Schritt. Ja. Und auf alle mit Gewicht drauf. Also rechts drauf, links drauf, rechts, links drauf. Schritt, auf jeden mit Gewicht. Ja. Machen wir nochmal. Also rechts seit und seit, rück und vor, Schritt, Schritt. Jetzt habe ich euch auch schon den Rhythmus untergejubelt. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3 und. 1, 2 und 3, 4, 1. Ja, direkt nochmal. Ja,
zwei, drei und seit, rück und vor. Und? Wie fühlt ihr euch dabei? Gut. Dann machen wir nochmal. Ja? Einmal nochmal den. Rechts seit und seit, rück und vor und Schritt. Ja. Mit dem anderen davor. Ja? Schritt, Tap, Schritt, Tap. Eins, zwei, drei. Und erster. Zweiter. Rechts seit und rechts, links und. Yay, direkt nochmal. Fünf, sechs, rechts und seit. Zweiter. Rechts seit, rechts, links und dann komm vor. Und weil es geklappt hat, machen wir nochmal. Ja, rechts und. Rechts seit. Und auf diese Bewegungsabfolge setzen wir nun die Melodie von vorhin. One, two, three, four. Heaven is a wonderful place. Filled with glory and grace. Ja, müssen wir direkt nochmal machen. Ja, jetzt mit einem verkürzten Anfang. Also eins, zwei, drei. Oh. Oh. Heaven is a wonderful place. Rechts. Glory and grace. Ja. Nochmal. Ja, einmal machen wir noch. Ja, genau dasselbe nochmal. Und jetzt gehen wir weiter mit unserem Lied, mit Melodie und neuem Text. Der Text lautet folgendermaßen: I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Und wenn wir jetzt versuchen, gleich den Text und den Rhythmus zueinander zu setzen, dann klingt das ungefähr so. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Und ihr probiert's gleich mal mit. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Und da kommt jetzt die Melodie drüber. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Wollt ihr gleich probieren? I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Nachdem wir das jetzt musikalisch haben, kommen jetzt die Schritte dazu. Und der Schritt ist erstmal ganz einfach. Wir machen nur rechts und links auf der Stelle laufen quasi. Ja, also so rechts, links und nicht schneller werden. Man wird gerne schneller dabei. Ja, das ist so eins, zwei, drei, vier. Und jetzt geht immer einer über Kreuz. Das nennt sich dann V-Schritt. Das wäre dann so vorwärts und vorwärts. Ja. Ja, genau. Und stopp mal. Ja. Jetzt, wenn wir anfangen, sind wir ja eigentlich links drauf und der Schritt würde rechts losgehen. Und erstmal eins nach dem anderen. Der rechte geht zur Seite und der linke direkt über Kreuz. Das ist der Anfang. Ja, das ist so ein bisschen, das ist das Einzige, was schwierig ist bei dem Schritt. Ja, also wäre so eins, zwei, drei. Und dann rechts über Kreuz, links über Kreuz. Rechts über Kreuz und hier ist Schluss. Ja, machen wir nochmal. Ja, nochmal. Also direkt rechts und links geht über Kreuz. Rechts, links. Und hier ist Schluss. Ja, nochmal. Nochmal. Ja, rechts fängt es an, links über Kreuz. Zwei, drei und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Und Schluss. Und mit dem Text Place kommt noch Schritt zur Seite. Das war alles. Direkt nochmal. Oh.
damit noch rückwärts gehen. Ja, das wäre das Letzte. Wenn wir den Schritt wieder rechts anfangen, versucht mal ein bisschen wieder zurück, dass wir dann wieder von vorne anfangen können. Rechts seid, 2, 3 und 1 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, machen wir nochmal. Einen machen wir noch. 1, 2, 3 und 1. Nach hinten. Weiter nach hinten. Stopp. Place. Ja. Und das käme jetzt mit dem Text zusammen. Das sah schon richtig toll aus. Und jetzt wäre es noch schön, wenn wir das mit der Melodie von vorhin zusammenbringen könnten. Ihr erinnert euch, I want to see my Savior's face. Das war dann so, 1, 2, 3, 4. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. Super, und jetzt mit der Bewegung gleich dazu. Rechts ist ein. Rechts ist ein, ja. So, und jetzt haben wir es geschafft. Alle Bewegungen kennen wir. Melodie läuft sowieso. Wir starten also ganz von vorne mit Musik und mit Bewegungen bei der Stelle Heaven is a wonderful place. Damit haben wir die erste Strophe beendet. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir hoffen, euch dann wieder zu sehen bei der Fortsetzung, wenn es wieder heißt, Heaven is a wonderful place. Tschüss! Tschüss.